natürlich noch härter, noch schneller und noch mehr auf die Fresse wie die letzten Alben. Aber das sagt man ja jedes Mal und keine Ahnung, da braucht man erstmal ein bisschen Abstand, um das zu beurteilen zu können. Und das werden wir einfach sehen. Das überlassen wir auch gerne den Zuhörern, wie die das so finden. Was erwartet euch musikalisch auf der neuen Tankard-Scheibe? Tja, das jetzt in drei Worten zusammenzufassen, das könnte sehr schwierig werden. Ich würde mal grundsätzlich sagen, wo Tankard draufsteht, ist auch Tankard drin. Wir haben wieder sehr heftige, schnelle Sachen dabei, aber es sind auch hier und da immer mal wieder ein paar Melodien eingestreut. So glaube ich, dass wir ja von einer ganz guten Mischung in Tankard-Manier ausgehen können. Aber letztendlich müsst ihr das bewerten, wie ihr das findet, was das für ein Style ist, was auch immer. Es geht aber zur Sache und es gibt auf die Glocke.